Ich war neulich zu einem Treffen eingeladen mit Geschäftsleuten und wir haben uns morgens alle zu einer Andacht versammelt. Ein Geschäftsmann, der mir gegenüber saß, sprach mich hinterher an und sagte, sag mal, ich musste die ganze Zeit auf deine Bibel schauen. Da schauen so viele Lesezeichen heraus, dass man meint, du würdest gerne in deiner Bibel lesen. Weißt du denn, wo du überall da deine Lesezeichen reingelegt hast? Ich musste schmunzeln und sagte dann, ja, das stimmt, ich liebe dieses Buch. Es ist die gute Nachricht für mich, es ist die Hoffnung für alle und es ist ein Buch zum Leben für mich. Ich schleppe meine Bibel überall mit hin. Die Bibel beginnt mit dem Schöpfungswerk Gottes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wusstest du, dass du schon geplant warst in diesem Schöpfungswillen Gottes? Dass er dich schon vor Grundlegung der Welt gedacht hat? Die Bibel stellt uns ganz viele Menschen vor, in deren Leben Gott eingreift und es verändert und sie zu einem wertvollen Werkzeug für sein Reich macht. Die Bibel erzählt uns, wie Jesus den Heilsplan Gottes erfüllt. Jesaja, der Prophet, schreibt, ein Erlöser wird kommen. Jeremia bestätigt das und sagt, ihr Erlöser ist stark. Und Hiob, der in so viel Bedrängnis und in so viel Not war, er sagt, das Wertvollste, was wir auch heute sagen sollen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Bibel ist ein Arbeitsbuch, ein Lebensbuch. Etwas, was dir heute zum Leben helfen soll. Sie trägt Verheißungen in dich, die für alle Zeiten gültig sind. Denn das Wort ist unveränderbar. Es ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dieses Wort wird dich durch diese krisenhaften Zeiten, in denen wir leben, durchtragen. Dieses Wort hat Heilungsglauben und Auferstehungsglauben für dich. Nimm es jeden Tag in dein Leben hinein. Der Heilige Geist ist daran beteiligt, dass er dir als Tröster, als Ermutiger, als Planer deiner Wunder heute zur Seite stehen will. Und die Bibel schließt mit einem Segenswunsch, mit einem Gebet und mit einer Verheißung. Jesus selbst sagt diese Verheißung, ich komme bald. Und das Gebet, das Johannes darin geschrieben hat, heißt, Amen, ja, Herr Jesus, komme bald. Und der Segenswunsch ist, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich wünsche dir, dass du heute ganz viel von dieser Gnade in deinem Alltag spürst. Ich wünsche dir, dass diese Verheißungen in deinem Leben heute greifbar nahe sind. Ich wünsche dir, dass du heute mehr von Gott erfährst. Es geht nicht darum, massenhaft in der Bibel zu lesen, sondern es geht darum, dieses Lebenswort in dein Herz hineinzunehmen. Ich wünsche dir, dass du heute erfährst, Gott hat mehr für mich.